Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Sächsischen Landtags, liebe Frau Domboa, sehr geehrte Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Bartel, sehr geehrter Herr von Breitenbuch, sehr geehrter Herr Bürgermeister Hellriegel, sehr geehrter Herr Polizeipräsident Merwitz, sehr geehrter Herr Superintendent Weismann, sehr geehrter Herr Merkle, sehr geehrter Herr Anstaltsleiter Hinz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich hier begrüßen am Heiner See zur Grundsteinlegung für den Neubau des Jugendstrafvollzuges in freien Form. Ich freue mich, dass so viele heute hierher gekommen sind. Und eine Grundsteinlegung, die steht ja immer für Dynamik, für Aktivität, und so wird sich dieses Grundstück hier in den kommenden Monaten in einen Ort verwandeln, an dem sich Dinge verändern, an dem etwas entsteht. Und wir werden den Neubau für den Jugendstrafvollzug in freien Form hier auf diesem Gelände entstehen sehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sächsische Jugendstrafvollzugsgesetz sieht den Jugendstrafvollzug in freien Formen als eigenständige Unterbringungsform vor, neben den bekannten Formen des geschlossenen und des offenen Vollzugs. Der sächsische Gesetzgeber hat diese Vollzugsform ermöglicht und damit auch ein alternatives Konzept zum herkömmlichen Jugendstrafvollzug umgesetzt. Im September 2011 wurde der erste Jugendstrafgefangene von der JSA Regis Breitingen in den Jugendstrafvollzug in freien Formen im Seehaus e.V. in Stürmtal verlegt. Und dieser angemietete Standort, damals mit 7 Plätzen, war von Anfang an eine Interimslösung. Und nach intensiver Suche wird jetzt dieser Neubau hier in der Gemeinde Neukieritzsch am Heiner See errichtet. Im Neubau werden voraussichtlich ab Mitte 2017 2 Wohngruppen mit zusammen 14 Plätzen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen zur Verfügung stehen. Ziel dieses Jugendstrafvollzugs in freien Formen ist es, künftige Straffälligkeit zu verhindern, indem wir das Lern- und Entwicklungspotenzial Jugendstrafgefangener mit einer pädagogischen Betreuung in einer familiennahen Struktur bestmöglich unterstützen. Das von Seehaus e.V. umgesetzte pädagogische Konzept setzt dabei auf eine intensive und individuelle Betreuung und auf die Vermittlung sozialer, schulischer und beruflicher Kompetenzen. Ich freue mich, dass es dann demnächst eine geeignete, dauerhafte Unterbringung des Jugendstrafvollzugs in freien Formen in Sachsen geben wird. Es ist mir völlig bewusst, dass Standortentscheidungen wie diese in freien Formen hier niemals konfliktfrei sind. Und ich kann Bedenken gut nachvollziehen. Und es ist trotzdem sicher heute nicht der Tag, die Geschichte des Jugendstrafvollzugs in Sachsen detailliert aufzurollen und im Einzelnen aufzuzeigen, dass sich anfangs bestehende Vorbehalte nicht bewahrheitet haben. Ich möchte aber trotzdem ein Beispiel dafür geben, warum heute am alten Standort in Stürmtal das Projekt mit viel Wohlwollen betrachtet wird, was die Mitarbeiter des Seehaus e.V. leisten und warum wir an diesem Projekt festhalten wollen. Körperverletzung, Raub, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Verurteilung zu 2 Jahren und 6 Monaten Jugendstrafe. Das ist die strafrechtliche Vorgeschichte eines Jugendstrafgefangenen, der Ende 2011 als einer der ersten im Seehaus in Stürmtal aufgenommen worden ist. Der Jugendstrafvollzug in freien Form war für diesen Jugendstrafgefangenen am Anfang eine Achterbahnfahrt. Innerhalb der ersten 4 Monate wurde er im Seehaus-Stufensystem 3-mal aufgestuft und jeweils wieder abgestuft. Aber er hat sich nicht hängen lassen. Ausdauernde Arbeit an sich selbst und das sich Bewähren im alltäglichen Zusammenleben mit den Hauseltern, mit den Ausbildern, mit den Pädagogen, das hat sich ausgezahlt, auch wenn die Privilegien im Seehaus ihren Preis hatten. Anstrengender Tagesablauf, tagtäglich Leistung bringen, Verantwortung in der Gruppe übernehmen, sich mit eigenen Schwächen auseinandersetzen und die eigenen Stärken immer wieder auf die nächsten Ziele ausrichten. Und im Februar 2013 ist es dann soweit gewesen. Der junge Mann durfte das Seehaus in Stürmtal verlassen. Er ließ seine alte Heimatstadt hinter sich. Er zog in eine gemeinsame Wohnung mit der Freundin und er nahm eine Berufsausbildung auf. Er hat es sich und allen Zweiflern gezeigt. Und im Frühjahr dieses Jahres ging eine Einladung zur festlichen Übergabe des Gesellenbriefes im Seehaus ein, 3 Jahre nach der Entlassung aus seiner Haft. Und die nächsten Ziele, den Meister machen, vielleicht irgendwann mal eine eigene Firma, ein eigenes Haus. Wir alle wissen, dass es nicht immer so gut läuft, aber ich bin mir sicher, dass jeder
junge Mensch diese Chance verdient hat. Die Einrichtung des Jugendstrafvollzugs in Störmtal hat anfangs für großes Aufsehen gesorgt. Es gab Vorbehalte, die auch zur Gründung einer Bürgerinitiative geführt haben. Es gab große Ängste, es gab Sorgen einiger Anwohner, dass die Kriminalität steigen könnte, dass die Sicherheit nicht mehr zu gewährleisten sei und vielleicht auch der Wert der Grundstücke sinken könnte. Und so waren die ersten Jahre für die Teilnehmer und für die Mitarbeiter auch keine leichte Zeit. Aber das Projekt hat überzeugt. Es gab keine negativen Vorfälle. Die Sorgen und die Ängste haben sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, das Seehaus hat sich gemeinnützig im Ort engagiert, hat den Kindergarten durch Gartengeräte unterstützt, hat die Bushaltestelle renoviert und hat Sitzgelegenheiten am Ufer des Sees gebaut. Und so gewann der Verein auch immer mehr Befürworter im Dorf. Viele Meinungen haben sich geändert und viele Zweifel wurden zerstreut. Höhepunkt war dann der Sommer 2015, nachdem es mehr als unsicher war, ob der Verein die gesteckten Ziele am Heiner See umsetzen kann. Da kamen dann viele Dorfbewohner mit dem Angebot auf den Verein zu, dass sich Seehaus auch dauerhaft im Ort niederlassen könnte, selbst bei einer Kapazitätserhöhung auf 14 Jugendstrafgefangene. Der Ortschaftsrat hat eine große Umfrage organisiert unter den mehr als 200 Haushalten im Ort und mit großer Mehrheit haben sich damals die Bürgerinnen und Bürger für einen dauerhaften Verbleib des Vereins in Störmtal ausgesprochen. Auch ein Bürgergesprächsabend wurde organisiert und die Dorfbewohner haben ihr Wohlwollen ausgesprochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mit einem Zitat eines Jugendstrafgefangenen, der im Seehaus aufgenommen worden ist, schließen und dieses Zitat Ihnen auch gleich mit auf den Weg geben. Er sagt, ich glaube, wenn ich nicht ins Seehaus gekommen wäre, würde mein Leben nach der Haft weiterlaufen wie vorher. Nach 10 Monaten im Seehaus Störmtal stehe ich jetzt kurz vor meinem Schulabschluss. Ich werde wahrscheinlich direkt nach der Entlassung Arbeit haben und regelmäßig meine Tochter sehen können. Auch wenn ich noch nicht wieder entlassen bin, kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass sich die Zeit im Seehaus für mich gelohnt hat. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt mein Dank dem unermüdlichen Engagement der Seehausmitarbeiter. Sie haben den Neubau mit auf den Weg gebracht, Sie haben daran geglaubt, Sie haben den heutigen Tag mit viel Engagement vorbereitet und mein Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JSA Regis Breiting, die die Vorbereitungen für die Auswahl der Jugendstrafgefangenen treffen und eng mit den Mitarbeitern des Seehaus e.V. zusammenarbeiten. Sie werden, da bin ich mir sicher, gemeinsam den beschrittenen Weg erfolgreich fortsetzen und auch künftig diese Erfolge einfahren. Ich wünsche den Arbeiten hier am Projekt einen unfallfreien Verlauf. Ich wünsche allen, die an diesem Projekt mitwirken, gutes Gelingen, viel Erfolg und Gottes Segen. Vielen Dank.